Im Zuge eines gewöhnlichen Testspiels zwischen Chemie Leipzig und Borussia Dortmund im Jahr 2002 schmieden vor Ort anwesende Zwickauer Fans einen finsteren Plan. Man will sich an der am Zaun hängenden Desperados-Fahne von Schwarz-Gelb bereichern und diese den Ruhrpottlern abnehmen. Zur damaligen Zeit steckt die Ultrakultur noch in ihren Kinderschuhen. Viele Gruppen sind gerade einmal wenige Jahre alt, so wie auch die im Jahr 1999 gegründeten DIS aus Dortmund. In einer Hauruck-Auktion schaffen es die lungernden Zwickau-Anhänger in einem Moment der Unachtsamkeit an diesem Tag tatsächlich die Fahne zu erbeuten, worauf sie für Jahre verschwunden bleibt. An eine Gruppenauflösung ist zu dieser Zeit für die Desperados jedoch nicht zu denken. Gut 7 Jahre später, am 6. September des Jahres 2009, soll dann Dynamo Dresden im Dortmunder Westfalenstadion anlässlich einer Drittligapartie gastieren. Wie üblich rufen auch die Ultras von die Amateure der Heimseite zu diesem Highlightspiel auf und sind mit Tifomaterial und Co. auf der Südtribüne vor Ort. Dresden hingegen wird unterstützt von einer großen Abordnung aus Zwickau, die in roten Shirts im Gästeblock hinter der Redcross-Fahne steht und einen ganz bestimmten Grund für die Reise mit Dynamo in den Ruhrpott mit sich bringt. Nachdem zunächst Dortmund mit dem Spruch gegen Metros wettern, aber malen in rosa Lettern gegen die Gäste aus Sachsen stichelt, soll dann urplötzlich Bewegung im Block aufkommen. So wird auf Dresdner und Zwickauer Seite tatsächlich inmitten der zweiten Halbzeit die vor damals 7 Jahren entwendete Fahne der Desperados 99 verkehrt herum präsentiert. Die Heimseite ist sichtlich schockiert und verstummt darauf für mehrere Minuten. In ihrem Kurvenflair meldet sich die Südtribüne unter Leitung von The Unity wie folgt zu Wort: Den Gnadenstoß setzten die Gäste unserem sowieso viel zu lethargischen Amateurhaufen mit der Präsentation der DIS 99-Fahne. Die Fahne wurde 2002 beim Testspiel von Borussia bei Chemie Leipzig von hockenden Zwickauern entwendet, danach einmal kurz bei einem Zwickau-Heimspiel gezeigt und am letzten Sonntag endgültig ausgelöscht. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.